Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk. Und heute geht es um ein Thema, was uns schon eine ganze Weile beschäftigt und wo es immer noch offen ist, was nun eigentlich Phase ist. Nämlich zur großen Frage, wo ist eigentlich Squadron 42? Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreibt. Lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert oder auch für Squadron 42-Themen. Bevor wir aber dazu kommen, noch kurz der Hinweis. Heute ist er endlich wieder, der Citizen Showdown. Das ist der allererste in diesem Jahr. Wir hätten es schon eher gemacht, gerne, weil, naja, macht halt Spaß. Und es ist unser größtes Event überhaupt, was wir jemals gemacht haben und auch machen werden, wahrscheinlich. Aber es ging halt nicht, wegen der schlechten Performance von 3.18 und 3.19.0. Aber nun endlich haben wir einen Patch, der so solide ist, dass es, glaube ich, relativ gut klappen wird. Ja, und deswegen lade ich euch ganz herzlich ein zu unserem wunderbaren Citizen Showdown 2023. Um 17 Uhr geht's heute los. Wir ziehen heute übrigens auch das GetTech Railen LTE Giveaway. Doppelte Stars gibt's, doppelte Bonus-Stars und ihr könnt auch noch einige Stars heute abstauben bei den ganzen Challenges während des Citizen Showdowns. Und einer von euch, der kann gegen mich antreten und ein Preisgeld von in dem Fall 200 Euro mit nach Hause nehmen in Form eines Raumschiffes, was ich aussuchen kann. Und wir haben einen schönen Trailer für euch, den will ich euch hier einmal kurz zeigen und da wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, ihr seht, an Action und an Spannung wirft es auf keinen Fall mangeln, das hoffe ich jedenfalls. Ich weiß selber noch nicht, welche Spiele heute drankommen, was wir heute machen. Stellt euch am Ende vor, so ein bisschen wie ein Schlag den Raab, so in die Richtung geht es. Wie gesagt, 17 Uhr mal los, kommt dann auf jeden Fall dazu, es dürfte sehr cool werden und dann auch gerne mit dabei sein, also als Kandidat. So, nun aber zu Squadron 42. Ich will euch heute mal drei meiner Meinung nach passende, sinnvolle Erklärungen bieten und darüber versuchen ein bisschen zu diskutieren oder mal eine Diskussion dazu zu öffnen zumindest, woran es liegt. Denn Folgendes ist ja passiert, viele wissen das schon, Squadron 42 ist im Prinzip aus dem Shop bei CRG raus. Nicht komplett, es gibt noch ein Game Package oder zwei, glaube ich, wo es drin ist, aber das sind diese albernen, zigtausend Euro Packages, die ignorieren wir jetzt mal für den Moment. Fakt ist,
Man kann weder über normales Game Package, über diese Combo Packages, noch über den Direktkauf Squadron 42 erwerben. Man kann es auch nicht mehr im Einkaufswagen dazu holen und man kann es auch aus dem Buyback in den meisten oder in vielen Fällen zumindest nicht mehr rauskaufen. Eventuell gehen auch die Combo Packages, die normalen, wenn dann noch eins habt, könnt ihr mal nachschauen. Aber ansonsten ist es komplett raus. Und die einzige Aussage, die wir dazu offiziell von CRG haben, ist, dass sie es rausgenommen haben, weil sie was am Preis anpassen wollen. Und naja, mal unter uns gesagt, ich finde diese Begründung nicht sehr stichhaltig und ich halte das für eher eine Ausrede, muss ich sagen, weil wenn es darum geht, den Preis anzupassen, ist CRG eigentlich ziemlich schnell. Ehrlicherweise, ne? Wir haben das ja schon gemerkt, sie haben einen Tag nach Invictus die Cutlass Black teure gemacht um 10 Euro, die Avenger um 5 Euro teure gemacht, dann sind sie wieder zurückgerudert, aber es hat uns eben einfach klar bewiesen, sie können sehr wohl einfach mal den Preis von irgendwas anheben und es erschließt sich mir überhaupt nicht, warum das bei Squadron 42 irgendwie ein Problem sein sollte. Es kann natürlich trotzdem sein, dass es stimmt, das wäre jetzt auch das, wo ich einsteigen möchte, dass es tatsächlich so ist und dass überhaupt nichts Relevantes, irgendwie Interessantes da dran ist, dass sie einfach sagen, ja, das ist in unserem Shop-System, in der Website so komisch eingebaut, noch von ganz, ganz früher, wir können das gar nicht einfach so mal eben ändern, sondern wir müssen da den Shop im Hintergrund quasi umbauen und da einige wichtige Sachen machen. Dass wir da den Preis anpassen können, pipapo, das kann schon sein. Ich halte es, wie gesagt, für extrem unwahrscheinlich. Das wäre ein sehr seltsamer Shop, bei dem das so ist. Aber gut, ich wollte es hier mal angesprochen haben, dass diese Möglichkeit natürlich trotzdem besteht, auch wenn ich nicht daran glaube. Dann gibt es eine zweite Begründung, die viele Leute haben und die ich hier ja auch mal so ein bisschen mit aufnehmen möchte. Und zwar ist es die Begründung, dass sie Ärger bekommen haben. Denn es ist wohl so, dass es gar nicht mal so einfach erlaubt ist, etwas online zu verkaufen, egal ob das jetzt ein digitales Produkt ist oder ob das ein richtiges Produkt ist, wenn es dafür kein Lieferdatum gibt. Das ist in den USA wohl nicht so problematisch, aber auf jeden Fall in der EU. Ich habe allerdings, und da sage ich gleich vorab, keine genaue rechtliche Einschätzung. Ich bin kein Anwalt und ich habe mich versucht, im Internet ein bisschen schlau zu machen. Das ist immer gefährlich, ich weiß. Ich habe dazu verschiedenste Aussagen gehört. Es gab da auch mal einen GameStar-Artikel, da ging es um Mediamarkt und da ging es darum, dass sie da Sachen verkauft haben ohne Erscheinungsdatum. Und wir wissen es tatsächlich von Steam oder auch von Amazon oder auch von anderen Plattformen, wenn die etwas verkaufen, wo es wo noch nicht ganz klar ist, wann es kommt, dann ist trotzdem immer ein Erscheinungsdatum oder ein Jahr wenigstens mit dabei. Also bei Steam zum Beispiel gibt es eigentlich nichts, ich habe gestöbert, es ist nichts zu finden, wo nicht wenigstens das Jahr dabei steht, wann es spätestens kommt. Also man spricht quasi rein rechtlich hier vom spätest denkbaren Erscheinungstermin. Der darf aber trotzdem, und das habe ich auch gefunden, der darf jetzt nicht unendlich weit sein. Also ich kann jetzt nicht irgendwie einfach mal was in den Shop reinstellen und verkaufen, wo ich dann schreibe, das kommt im Jahre 2500 raus. Das geht nicht. Also es muss trotzdem irgendwelche Richtlinien erfüllen. Keine Ahnung, im Detail kann ich es euch nicht genau sagen. Aber diese Theorie oder diese Annahme geht eben davon aus, dass CRG verklagt wurde oder zumindest mal Ärger bekommen hat von der Verbraucherzentrale oder von irgendwelchen Anwälten, whatever, dass sie etwas verkaufen, nämlich Squadron 42, wo sie kein Release-Datum angeben und das schon über einen längeren Zeitraum. Das kann tatsächlich stimmen, denn man muss bedenken, früher hatten sie das ja gemacht, also früher hatten sie immer beim Verkauf ein Release-Datum, es gab immer irgendwie was, wo sie sagen konnten, hier, da haben wir doch gezeigt, wann es kommen soll, dann haben sie es halt nicht erreicht, dass dieses Datum, aber trotzdem hatten sie immer eins, ne? Insofern, das kann man ihnen also damals nicht vorwerfen, dann war lange Zeit nichts und haben trotzdem verkauft und eventuell haben sie eben jetzt Ärger bekommen, wie auch schon Mediamarkt zum Beispiel von der Verbraucherzentrale und es gibt noch diverse andere Beispiele, die ich gefunden habe. Da gab es verschiedene auch Spiele, wo es da auch Ärger gab und. Das heißt, es könnte also sein, dass sie das deswegen aus dem Shop rausnehmen mussten, weil sie keinen Termin haben und weil sie keinen Termin angeben können und sich jetzt halt intern beraten, wie sie das jetzt hinbekommen, dass sie quasi rechtlich abgesichert Squadron 42 weiterverkaufen können, ohne dass sie sich zu sehr festnageln müssen. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach.
Und ich bin kein Anwalt, ich kann euch jetzt keine genauen Richtlinien dazu sagen, wie das zusammenhängt, was man da für Anforderungen erfüllen muss vielleicht, ob es da auch neuere Gesetze zu gibt, keine Ahnung. Da müsste man wirklich mal einen Anwalt, der sich sehr, sehr gut auskennt, befragen. Ich weiß nur, dass es da in der EU schon öfter zu Streitigkeiten und Problemen gekommen ist. So. Trotzdem ist das ein Punkt, den ich einklammern will, weil ich mir halt wirklich sehr unsicher bin, was das ganze Thema hier betrifft. Ich habe noch eine dritte, gewissermaßen Theorie, die ich persönlich am hübschesten und auch durchaus realistisch finde. Es ist nämlich so, Squadron 42 ist ja jetzt schon sehr, sehr lange in der Mache und wenn man sich diese Monatsreports so durchliest, dann stößt man immer mehr auf den Punkt, wo sie sagen, hier polischen wir dies, hier haben wir jetzt das fertig und so weiter. Es ist ganz, ganz viel fertig und auch der alte Vertical Slice aus 2016, 2017, der war ja auch schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Sie haben es halt verschoben und verschoben und verschoben, aber es ist ja nicht so, dass sie nichts hatten. Sie haben schon etwas. Die Frage ist halt, wie viel ist das? Und wenn sie Squadron 42 jetzt aus dem Shop genommen haben, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es doch eine etwas größere Ankündigung zu Squadron 42 gibt, eventuell sogar kombiniert mit einem Release-Termin. Nun ist es so, wir haben jetzt am Wochenende, also am Freitag genauer gesagt, erfahren, dass die CitizenCon dieses Jahr nicht nur einen Tag geht, sondern zwei Tage geht. Und ich halte es daher für durchaus realistisch, dass sie sich einen Tag lang mit Star Citizen beschäftigen. Das haben sie ja immer so gemacht. Da ist ja jede Menge zu zeigen und zu tun. Pyrosystem, Server-Meshing, was weiß ich, was sie da alles uns darstellen. Und dass sie sich den zweiten Tag um Squadron 42 kümmern. Das ist etwas, was ich sogar ein bisschen erwarten würde, wenn man bedenkt, dass es um Squadron 42, was Ankündigungen oder was Veröffentlichungen betrifft, die letzten 5-6 Jahre verdammt ruhig geworden ist. Da kam gar nichts mehr, bis auf Monatsreports und eben ab und zu mal so ein kurzer Einschub. Eventuell können wir uns also darauf freuen, und das sage ich ganz vorsichtig hier mal, dass wir zur CitizenCon Squadron 42 einen Release-Termin bekommen, einen neuen, der dann vielleicht sogar wirklich eingehalten wird. Das würde bedeuten, sie würden dann quasi einen richtigen Vorverkauf starten mit Marketingkampagne und allem drumherum. Und würden vielleicht dann sagen, ja, Squadron 42 kommt, was weiß ich, Ende 2024. Ich spinne mal jetzt, keine Ahnung, nur so als eine Idee. Das ist ja durchaus auch, oder das deckt sich durchaus auch mit älteren Aussagen, wo wir mal gehört haben, dass sie 2025, wenn ihr euch erinnert, schon am Nachfolger von Squadron 42 arbeiten wollen. Das würde also durchaus damit passen. Und wenn man ganz ehrlich ist, sie hatten jetzt so viele Ressourcen in Squadron 42 reingesteckt, weit mehr als die halbe Firma arbeitet seit 3-4 Jahren fast ausschließlich an Squadron 42. Die wichtigsten Teams arbeiten an Squadron 42, weswegen wir in Star Citizen seit Monaten und Jahren so ein bisschen das Nachsehen haben bei verschiedenen Dingen. Und da erwartet man schon, dass es irgendwann mal fertig ist, ne? Sind wir doch ganz ehrlich. Vor allem, weil es ein Singleplayer ist und ohne Server-Meshing auskommt. Sie brauchen das dort nicht, ja? Gut, vielleicht brauchen sie es doch, aber dann eher für einen Koop-Modus oder so, das weiß ich nicht. Halte ich für ein Gerücht. Also, das ist viel, viel einfacher, einen Singleplayer zu machen, als das Ganze als MMO-Welt. Und sie haben ja auch viele Mocaps, sie sind an vielen Sachen schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Deswegen ist meine Lieblingstheorie hier tatsächlich, dass sie das Ganze nur ankündigen werden und vielleicht machen sie irgendwie eine Art interne Alpha, eine neue Roadmap zu Squadron 42, ich weiß es nicht. Das haben sie schon mal gemacht, das ist schon, das ist, glaube ich, jetzt 3 Jahre her. Da gab es wirklich eine Alpha- und Beta-Ankündigung und dann wurde daraus gar nichts. Ja, ich glaube, 3 Jahre ist es jetzt her. Das war wirklich schade, aber vielleicht ist es jetzt der richtige Punkt. Vielleicht ist jetzt der Moment erreicht, wo sie das Ganze endlich mal in die Gänge kriegen, sozusagen. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze einschätzt. Es ist ja ein Let's Talk, wir können ja offen reden und ein bisschen spekulieren. Es ist natürlich gegriffen, ja, sage ich euch ganz ehrlich. Es ist natürlich rein gegriffen, weil wir nichts Offizielles wissen. Aber wir haben natürlich verschiedene Informationen, wir haben verschiedene Randfakten, wir haben diverse Dinge. Und was ich euch auf jeden Fall sagen kann, das weiß ich zufälligerweise, dass CIG auch intern da extrem zurückhaltend ist, was den, was dieses Rausnehmen aus dem Shop betrifft. Also es gibt da wirklich, aber auch wirklich gar nichts, dass man irgendwem rauslocken kann. Was für mich auch ein Hinweis darauf ist, dass es um was Größeres gehen könnte.
Weil normalerweise, ich will es mal so sagen, ich kenne ja einige, ja, und normalerweise, also wenn es wirklich nur um die Preisanpassung von Squadron 42 ginge, dann würden mir die Leute, die ich kenne, sagen, du, ganz entspannt, es ist wirklich nur die Preisanpassung und sonst nichts. Das würden die mir so sagen, das weiß ich. Aber die machen dann großen Bogen drum. Die sagen, sorry, da kann ich wirklich nichts zu sagen, da muss ich komplett stillschweigen und so. Das zeigt mir, für mich persönlich, ganz privat, zeigt es, dass da offenbar irgendwas im Busch ist, was ein bisschen größer ist. Ansonsten würden die nicht so extrem vorsichtig sein. Ich weiß es nicht. Ich will euch jetzt keine falschen Hoffnungen schüren. Squadron 42 hat bisher leider, und das muss man ganz klar sagen, immer nur enttäuscht. Es ist ein riesengroßes Projekt seit Ewigkeiten, was tonnenweise Ressourcen frisst und wo man überhaupt nichts von sieht, hört oder irgendwie mal was kriegt. Man kriegt so ein bisschen, Star Citizen ist gefühlt so ein bisschen die Resterampe manchmal von Squadron 42. So das, was wir jetzt haben, komm, hau mal raus. So fühlt sich manchmal an. Und wir haben kein Inside Squadron 42, wir haben kein Format, wo sie uns da neue Features vorstellen, die sie entwickelt haben, nichts, gar nichts. Ne? Aber wir wissen zumindest immerhin, dass bei vielen Sachen, die sie für Squadron 42 entwickeln, sie in den letzten Phasen sind, dass sie ganz viel polischen, dass sie sehr vieles fertig haben. Wir wissen zum Beispiel auch, dass das Flugmodell und das Kampfsystem, das Aiming-System und, das sind ja wichtige Features für dieses Spiel, dass die in Squadron 42 etwa 2 bis 3 Jahre Star Citizen voraus sind. Was ja auf jeden Fall hoffnungsvoll stimmt. Wir wissen, dass sie ganz viele Mocaps gemacht haben. Wir wissen, dass HDR bald kommt in Star Citizen sogar. Das ist also auch in Squadron 42 wahrscheinlich sogar schon drin. Vulcan ist soweit fertig. Wahrscheinlich auch schon in Squadron 42 größtenteils enthalten. Der Gen 12 ist komplett drin. Das heißt, rein technisch sind sie, wenn ich das für mich mal einschätze, dann sind sie technisch bei Squadron 42 auf einem wirklich guten AAA-Level. Natürlich immer unter Voraussetzung, dass das stimmt, was sie so schreiben. Ne? Klar, wenn man jetzt unterstellt, sie lügen einfach nur, gut, ne, dann brauchen wir aber auch keine Videos mehr machen. Ich gehe schon davon aus, dass das weitestgehend korrekt ist, was sie schreiben und dass sie einfach wirklich nichts zeigen wollen, aus diversen Gründen. Ich bin trotzdem ein bisschen vorsichtig, aber wenn ich jetzt raten müsste, wäre meine Einschätzung hierzu, dass wir ja vielleicht schon vor der CitizenCon irgendwas Neues hören von Squadron 42 in irgendeiner Form, also weiß ich nicht, vielleicht packen sie es wieder in den Shop rein oder so, aber ich glaube eher, dass sie erst zur CitizenCon Squadron 42 dort ankündigen, ein Vertical Slice machen, einen neuen Release-Termin ankündigen werden und dann einen echten Vorverkauf starten und dass das der Grund ist, warum Squadron 42 aus dem Shop raus ist, bis dahin. Weil sie es halt jetzt nicht mehr günstig quasi verscherbeln wollen für 20, 30 Euro, sondern weil sie halt sagen, okay, das ist dann ein fertiges AAA-Singleplayer-Spiel, das kostet halt 70, 80, 90 Euro oder wie viel auch immer. Und ist es dann wahrscheinlich auch wert, werden wir dann sehen. Und das Nächste, was noch da hinzukommt, was diese Aussage so ein bisschen unterstützt zumindest, oder diese Theorie, sag ich mal, unterstützt, ist, dass dann der Silo im Spectrum nicht gelogen hat. Weil er hat ja gesagt, es handelt sich nur um eine Preisanpassung, ja. Was ja an sich erstmal zwar nicht die volle Wahrheit ist, aber es entspricht ja trotzdem so ein bisschen der Wahrheit, denn es wäre ja dann auch eine Preisanpassung. Naja, werden wir es sehen. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Was ist eure Sicht? Was glaubt ihr, wie das zusammenhängt? Ich weiß, einige sind der Meinung, sie haben Squadron 42 eingestellt und machen da gar nichts mehr, deswegen verkaufen sie nicht mehr. Ich glaube, das ist albern, Freunde. Das ist, glaube ich, wirklich albern. Eine Firma, die seit zig Jahren daran arbeitet, die stellen das nicht einfach so ein. Das macht gar keinen Sinn. Und sind wir ehrlich, Squadron 42 ist ein Riesengewinn für uns alle letztendlich, denn Squadron 42 würde, wenn sie es denn fertig haben und verkaufen und wenn es auch wirklich gut ist, würde unglaublich viel Geld einspielen. Also wenn sie das für 70 Euro oder so verkaufen, an die neuen Spieler dann, und das sind viele, die das spielen werden, die es noch nicht haben, dann nehmen die unglaublich viel Geld ein. Also dann sind diese 500, 600 Millionen, die wir jetzt in den 10, 11 Jahren Star Citizen zusammengekratzt haben sozusagen, die sind dann innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr komplett auch durch Squadron 42 nochmal reingekommen. Ja? Also das muss man eben auch mal sehen, dass da ein riesengroßer Markt ist für so ein Spiel, für also eine Art Weltraum-GTA oder weiß ich nicht, AAA-Space-Game-Story-Kampagnen-Spiel. Das werden so viele Leute spielen, wenn es wirklich gut wird,
da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass sie da richtig, richtig fett Asche machen. Was ja wiederum gut ist, weil das Geld fließt dann in die Entwicklung. Das erlaubt ihnen, mehr Studios zu öffnen, mehr Mitarbeiter einzustellen, mehr Ressourcen zu nutzen und so weiter und so fort. Und ja, hoffentlich dann auch in Star Citizen deutlich mehr Ressourcen frei zu haben, um das Spiel weiterzubauen. Und das müssen sie ja auch. Das passt ja auch wieder zeitlich ganz gut rein, wenn sie Server-Meshing nämlich dieses Jahr so weit hinbekommen, dass es vielleicht Ende des Jahres oder ja Anfang nächsten Jahres raus kann in den PTU oder sogar live, dann müssen sie ja auch dann Content bauen. Dann haben sie ja Star Citizen technisch auf einem Level, was natürlich noch nicht fertig ist, aber wo es eigentlich vor allem noch um Content geht. Content, Content, Content. Die müssen zig Sternsysteme bauen. Sie müssen ganz viele Schiffe bauen, unglaublich viele Content-Locations bauen, Quests-Missionen und Krams-Design und. Da ist so viel Arbeit noch. Und dann brauchen sie halt auch die Ressourcen. Und die würde ja Squadron 42 in Form von Geld liefern. Machen wir uns doch mal nichts vor. Das ist schon so. Wenn es gut wird. Das muss ich immer dazu sagen. Wenn es wirklich gut wird. Ja, das ist die Voraussetzung. Wenn es scheiße wird, na dann wird es halt floppen. Und dann ist einiges sehr problematisch für CRG, wenn Squadron 42 floppen sollte. Aber ich glaube das nicht. Ich denke, die wissen schon ganz genau, was sie da tun. Und ich glaube schon, ich sehe es ja auch an Star Citizen, dass sie schon ein gutes Gefühl dafür haben, was die Spieler wollen. Sie können es nicht mehr umsetzen bei Star Citizen, aber bei Squadron 42, alle ne, in so einer Singleplayer-Umgebung, ist es wieder eine ganz andere Welt. Also da bin ich schon relativ positiv eingestimmt und freue mich drauf und bin gespannt, wie es wird. Ja, und auf eure Kommentare bin ich sehr gespannt. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nachher zum Citizen Showdown um 17 Uhr auf Twitch. Bis dahin und ciao. Down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the road?